Herzlich willkommen bei Fettspielen. Ich bin Miri und spiele heute für euch das Browser-Game Underworld, das ich auf Fettspielen gefunden habe. Und wenn ihr das auch mal ausprobieren möchtet, dann müsst ihr einfach hier unten auf den Button drücken und dann gelangt ihr direkt zum Spiel. So, ich habe mich jetzt registriert und hier kann ich mir jetzt als erstes aussuchen, was ich sein möchte. Ein Werwolf, ein Inquisitor, ein Vampir, ein männlicher Werwolf. Ja, ich glaube, ich werde hier die weibliche Werwölfe nennen, die sieht ganz gut aus. Ich bin ja auch weiblich. Und dann nenne ich die mal Fett Miri. Ups. So. Fett Miri. Erstellen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was mich erwartet, in welcher Unterwelt ich mich befinde. Und jetzt soll ich hier meine erste Quest erledigen. Quest mit dem Meister reden. Das mache ich mal. Schließe mal kurz. Und dann, hier ist, glaube ich, der Meister. Genau. Ich helfe jungen Kämpfern bei einer Entscheidung, ob sie Magier oder Krieger werden wollen. Ich will Krieger werden. Genau. Ich habe in dir gleich einen starken Krieger gesehen. Du musst dich heilen können. Ich werde es dir beibringen. Okay, dann muss ich jetzt hier unten. Hier gibt es so eine Übersichtsleiste. Da 1 muss ich mal drücken. Du hast eine Belohnung erhalten für die Aufgabe. 50 Erfahrung und 1 Gold. Das ist doch schon mal super. Jetzt soll ich nochmal mit dem Meister reden. Super, geh in die großartige Stadt Arnheim. Dort wird man deine Fähigkeiten zu schätzen wissen. Oh, dann bin ich auch schon da. Und was ist das jetzt? Werteverteilung. In diesem Fenster kannst du die Attribute deines Charakters verteilen. Klicke auf Plus, um Stärke hinzuzufügen. Okay. Achso, genau. Für Krieger ist die Stärke wichtig und für Magier die Intelligenz. Und meine ist ja Krieger, also natürlich die Stärke. So, dann wird das Ganze gespeichert. Und jetzt gehe ich mal zum Kapitän, der hier am Hafen wartet. Und was sagt der zu mir? Ich werde dich kostenlos nach Arnheim bringen, wenn du meinem Bruder auf Atails Riff hilfst, dem Schmied. Ich helfe mit Vergnügen. Na, dann fahren wir los. Hurra! Okay, jetzt fahren wir mal dahin. Soll ich wahrscheinlich hier hingehen, da wo der Pfeil mir das hinzeigt. Und hier ist auch schon der Schmied, sein Bruder. Mein Bruder schickt dich. Hilf mir, mit dem Lagerverwalter abzurechnen. Er gibt mir keine Territos. Okay. Was kann ich denn hier oben überhaupt machen? Was ist denn das hier? Das ist alles meine Energie und Mana wahrscheinlich und Gesundheit anzeige. So, dann gehe ich jetzt mal hier. Der hat auch ein Ausrufezeichen. Was hat der hier? Territos ist teuer. Wer bist du eigentlich? Ich muss das an den Schmied übergeben. Der Schmied schuldet mir eh noch was. Du kriegst keinen Territos. Das Gespräch ist zu Ende. Na super, danke. Okay, ja, wo ist jetzt der mit dem Fragezeichen hin? Ist der jetzt weg? Der war doch eben noch da. Besiege den Lagerverwalter. Ich soll jetzt gegen den kämpfen, oder was? Oh, okay. Also wenn man jetzt auf den klickt, dann kann ich gegen den kämpfen. Da spritzt auch schon das Blut. Könnt ihr das sehen, diese roten Fetzen, die da wegfliegen? So, ich habe gegen ihn gewonnen und habe ein kleines Lebenselixier erhalten und Territos. Super, dann habe ich meine Aufgabe auch gleich erfüllt. Gehe zum Schmied zurück. Und ja, jetzt werden sich die Eisenschwerter wieder verkaufen. Mich interessiert aber, was passieren wird, wenn ich ein wenig des verfluchten Metalls mit einschmelze. Okay, jetzt habe ich eine Belohnung erhalten von 1 Gold, 100 Erfahrung und Fähigkeit Druck Level 1. Okay, Fähigkeit Mentalattacke, das ist alles Level 1. So, dann wird mir noch ein Fragezeichen angezeigt. Mit so einer Waffe wirst du nicht weit kommen. Lass mich mal sehen, wie ich dir helfen kann. Ja, da kommt das nochmal. Dann gehe ich jetzt nochmal hier hin. Gucken, was dann passiert. Werwölfin, Miri. So, dann gehe ich mal zum Statthalter. Genau, hier habe ich jetzt diese Fähigkeit erhalten. Druck. Okay. Unsere Insel ist sehr klein, doch den Statthalter bestimmt der Bürgermeister Arnheims. Ich habe die Bande der Schmuggler aufgedeckt. Hier sind die Beweise. Verfluchtes Metall. Die Wache wird sich schon darum kümmern. Komm später vorbei, die Insel braucht echte Helden. Gibt es noch Quests für mich? Oh, jetzt habe ich schon wieder eine Belohnung erhalten. 150 Erfahrung und 3 Punkte zum Ruf dazu. Auf Atayes Riff gibt es kaum Nahrung und ein räudiger Hund klaut Fisch. Okay, finde ihn am Strand. Ich werde gehen und mich den Hund kümmern. Und hier ist noch ein Ausrufezeichen. Okay, gut. Dann gehe ich jetzt mal dahin, ne? Ist ja wichtig. So. Dann kann ich jetzt aber nochmal hier unten, hier sieht man übrigens so einen Chat. Und dann kann ich hier noch, was ist denn hier in meiner Tasche alles drin? Genau, da sehe ich die Fettmiri. Und hier habe ich noch Lebenselixier und eine Rolle der Umbenennung. Dann gibt es hier noch Info, wo ich auch meine, hier alles dann, also
3 Punkte. Oh, hier kann ich meine Punkte verteilen. Dann mache ich das nochmal. Ich habe 3 Stück. Genau, um meine Fettmiri zu verbessern. Meine Werwölfin. Über mich, Leistung, Sammlung, Freunde. Okay, gut. Schließe ich das Ganze mal wieder. Was kann ich im Laden? Hier gibt's. Ah, genau, hier kann ich mir bessere Dinge kaufen. Was da alles gibt. Da gibt es sogar Tätowierungen. Ist das mal cool? Begleiter, Bekleidung. Uiuiui, Mineralien, andere Schriftrollen, Helme. Also hier gibt es alles. Das ist so ein, sozusagen das Einkaufszentrum von Underworld. Und hier habe ich jetzt schon den Hund gefunden. Und jetzt muss ich wahrscheinlich gegen ihn kämpfen. Genau. Ich sag mal, wenn das... Töte den streunenden Hund, ist meine nächste Quest. Wenn ich, wenn er nicht wegrennt, dann schaffe ich das auch. Streunende Hunde. Was machen die hier? Soll nicht den Fisch klauen, ne? So, gewonnen. Hurra. Sehr schön. So, dann hole ich mir jetzt meine Belohnung natürlich ab, weil ich ja den Hund umgebracht habe, damit er keinen Fisch mehr klaut. Hast du den Dieb gefunden? Nun wird der Hund keinen Fisch mehr stehlen. Super. Und wieder eine Belohnung, eine kräftige erhalten. Du hast uns von dem Hund befreit, doch wir scheinen ernste Gegner zu haben. Jemand hat die Netze zerschnitten. Das kann nur ein Mensch gewesen sein. Quest, finde den Fischer. Okay, dann gehe ich, muss ich wahrscheinlich hier nochmal zurückgehen, genau. Der Pfeil, der zeigt dann immer, wo man hin muss. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Und jetzt ist hier der Fischer, den habe ich schon ruckzuck gefunden. Ich kann von der benachbarten Insel. Ich kam von der benachbarten Insel, sorry. Ich will sehen, wie hier die Fischer arbeiten. Wofür brauchst du ein Messer? Messer wirst du gleich herausfinden, nicht so schnell. Okay, jetzt muss ich gegen den Fischer noch kämpfen. Jetzt gehe ich mal hier unten nochmal so ein bisschen rüber. Ich nicht meine Quests, die kann ich auch hier mir noch angucken. Gesamtrassen. Oh, ich muss jetzt mal gucken, dass ich nicht sterbe. Aber der greift automatisch an. Also meine Werwölfin, besser gesagt, sie. Und ich habe ein kleines Lebenselixier erhalten und dann geht es gerade wieder zurück. Genau, und hier sieht man nochmal die Quests, dann Gesamt, Rassen, okay, das kann ich jetzt noch nicht so ordnen. Und hier meine Fähigkeiten, die ich besitze, genau, wo ich aufgestiegen bin und so. Und was kann man hier oben noch machen? Hier gibt es ein Menü, hier gibt es unterschiedliche Clans, denen man beitreten kann. Was gibt es hier? Ach, hier steht es ja drüber sogar. Held, Clan, Ereignisse, Karte, Auktion, Post. Und dann gehe ich jetzt nochmal ein bisschen rüber. Da gibt es nämlich eine neue Nachricht für mich. Ich habe ein Geschenk für dich. Für das tägliche Einloggen erhältst du eine Goldmünze. Komm jeden Tag wieder und halte deine Goldmünze. Das ist doch mal super. Wenn ich jeden Tag wiederkomme, dann bekomme ich eine Goldmünze. So. Das war ein Fischer von den Weißen Steinen. Sie haben uns immer schon geschadet. Ich hoffe, sie kommen nicht mehr hierher. Das hoffe ich auch mal für sie, weil sonst werde ich sie wieder bekämpfen. Weißt du, Alter, ich suche einen stärkeren Gegner als den Nachbarfischer. So, wieder kräftige Belohnung dafür erhalten. Es gibt eine größere Gefahr als den Fischer und seinen Hund. Jemand hat den Strand mit magischen Runen übersehen, die den Sturm anlocken. Das sind wahrscheinlich die Meeresbewohner. Das ist... spannender als die vorangegangenen Quests. Ich schaue mir diese Zeichnungen mal an. Das mache ich doch mal gerne. Mal gucken, vielleicht ist hier ja irgendein Künstler unterwegs. So, dann geht es hier noch weiter. Finde mehr Ruhe soll ich jetzt machen. Das steht immer hier oben, die Quest. Das finde ich auch ganz gut. Damit man eine leichte Übersicht und weiß, was man machen soll. So, was suchst du hier? Ich will diese schrecklichen Bilder wegwischen, die jemand in den Sand und auf die Steine gemalt hat. Natürlich möchte ich das. Diese Zeichen werden eine riesige Welle anlocken. Ich habe die ganze Nacht damit verbracht, sie anzubringen und werde nicht zulassen, dass du sie entfernst. Mal sehen. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder, genau, gegen ihn kämpfen. Nixe. Level 3, oder? Was ist das? Warum steht da eine 3? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Vielleicht wisst ihr das ja. Und bei mir eine 7. Hm. Bin ich schon Level 7? Das weiß ich jetzt gar nicht. So, aber gegen die muss ich doch gewinnen. So, Belohnung. Was ist denn das hier oben? Eine Minikarte habe ich hier noch, die ich einblenden kann. So, dann geht's zurück. Quest erledigt. Jetzt kommt die Belohnung dafür. Und hier kann ich das übrigens auch immer einlösen, was ich eingesammelt habe. Da kann mir nicht so schnell jemand Schaden zufügen. Das war einer der Wassermenschen. Du hättest dich nicht mit ihm streiten sollen. Ich bin froh, dass du uns vor den Schwierigkeiten gerettet hast. Du hast Glück, dass ich hier vorbeikam. Auf Wiedersehen, alter Mann. Okay, gut. Gratulation, du hast die 10. Stufe erreicht. Nun kannst du in die Welt hinaus, indem du mit dem Kapitän redest. Hurra, das mache ich doch mal. Ach, das ist ja wirklich tatsächlich mein Level hier. Das immer in Klammern, jetzt bin ich Level 10.
Los, ich werde die große Stadt erobern. Wir setzen ab nach Arnheim. Arnheim. Der Kapitän hat ein Piratenschiff am Horizont entdeckt. Glücklicherweise waren wir in der Nähe der Insel. Der Kämpfer, wo man lernen kann, wie man von Angesicht zu Angesicht kämpft. Schauen wir uns die Insel mal an. Das machen wir doch natürlich. Und jetzt geht's hier zum Missionar. Du hast den Kurs verloren. Wir wurden auch vom Kompass hierher gebracht. Das ist eine magnetische Insel aus Metall, okay, die alles anzieht. Ich würde es auf Zauberei schieben, wenn nicht die Spuren der Mechaniker wären. Welche Mechaniker? Einst verließen die talentiertesten Handwerker Arnheim auf Schiffen. Sie hofften, dass sie die Insel finden, auf der Frieden herrscht. Seitdem hat man sie nicht gesehen. Das ist also ihre friedliche Insel. Ins Innere der Insel kann dich nur die logische Maschine bringen, doch sie ist kaputt. Wenn du es schaffst, sie auseinanderzunehmen, nimm den gestachelten Zylinder raus. Er ist für die Funktion zuständig. Gut, ich finde den Zylinder. Ja, dann mache ich das mal. Ah, hier, logistische Maschine, hier ist sie. Gucke ich doch mal, ob ich das reparieren kann. Anhand des Staubs zu beurteilen, steht die Maschine hier schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Doch die Zahnräder drehen sich weiter und Buchstaben erscheinen. Jetzt bilden sie den Satz, kennst du das Passwort? Mechanik? Nochmal. Nein. Das ist die richtige Antwort, doch die Maschine scheint kaputt zu sein. Man sollte sie sich von innen ansehen. Das mache ich doch mal. An der Seite ist eine Metallplatte angebracht, die Platte abschrauben. Das muss ich natürlich auch machen. Oh, jetzt ist hier ein Käfer auf einmal hergekommen. Den möchte ich natürlich töten. Und was für ein Riesending. Also ist ja fast so groß hier wie meine Werwölfin. Aber bis jetzt hat sie noch gar nicht geheult. So wie ein Werwolf nachts um 12 Uhr, wenn der Vollmond aufgeht. So, oh, jetzt habe ich hier schon meine Belohnung weggeklickt. Dann geht es natürlich wieder zurück zur logistischen Maschine. Von Zeit dunkel gewordene Platten und Pendel bewegen sich weiterhin in der Maschine. Sie werden durch einen kleinen gestachelten Zylinder bewegt. Ja, das hat mir vorhin der andere Typ schon erzählt. Die Bewegung hört auf. Die Maschine klickt und hält an. Ich bringe dem Missionar den Zylinder. Ja, dann mache ich das mal. Missionar, gehe ich hin. Wie hast du es geschafft, die Maschine zu reparieren? Ich habe den Käfer getötet. Seltsam. Schau dir diesen Zylinder an. Jeder Stachel ist so angeordnet, dass er ein Zahnrad bewegt. Nimm diesen Zylinder, setz ihn in die Maschine ein. Wozu brauchen sie all das? Wir suchen geheimnisvolle Mechaniker. All das Wissen dieser Insel ist auf solchen Zylindern gespeichert. Unsere Agenten konnten nicht einmal die erste Maschine entziffern. Du musst zwei weitere Maschinen finden und sie hierher bringen. Zwei Zylinder finden? Gut, ich versuche es. So, hier war ich ja jetzt schon, oder? Genau. Die Metallplatte wurde entfernt. Die Zahnräder drehen sich nicht. Einen neuen Zylinder aufstellen. Ja. Mache ich das dann nochmal? Oder? Die Buchstaben klicken mehrmals. Dann erscheint derselbe Satz. Agathon. Das ist die richtige Antwort. Der Zugang zum Magnesium ist offen. Eintreten. Dann trete ich mal ein. Hier ist ein eiserner Schmied. Ich brauche Öl. Finde den Gärtner. Gut, ich finde ihn. Das mache ich natürlich. Dann muss ich jetzt hier weiter. Ah, warte mal, da will mir noch was erzählen. Dieser Eisengolem ist völlig eingerostet. Okay, gut zu wissen. So, dann muss ich hier nochmal weiter. Hier ist ein Alchemieladen. Und nochmal weiter. Oh, hier sind Ratten. Gegen die könnte ich theoretisch kämpfen. Mache ich jetzt aber nicht. An denen laufe ich mal vorbei. Und dann gehe ich jetzt hier zum Gärtner. Der sieht aber auch ein bisschen robotermäßig aus. Du kommst also vom Schmied. Der Arme ist völlig am Ende, aber ich habe kein Öl. Wo kann ich Öl finden? In meinem Zaubergarten wächst eine Erdnuss. Pflücke sie, um Öl herzustellen. Danke, genau so mache ich das. Okay, also ich soll das in der Erdnussöl sozusagen machen. Ja, hier ist die Pflanze, da gehe ich jetzt hin. Durch die Blätter sieht man reife Nüsse. Nuss pflücken, das mache ich mal. Zack, und dann geht's zurück. Da, wo der Pfeil hin zeigt. So, ich habe ja schon inzwischen hier 11 Gold. Silber habe ich noch gar keins. Geht zurück, genau, an den Ratten vorbei. Und hier muss ich jetzt zum Alchemieladen Nuss platzieren und das Öl nehmen. Okay. Gutes Geschenk, ich werde es gleich benutzen. So, dann muss ich jetzt hier auf die Tasche gehen und dann soll ich jetzt dieses Nussöl, Gefäß der Seele, Nussöl benutzen. Wie geht das? Nee, hier kann ich das nur... Muss ich das jetzt hier irgendwo reinziehen? Nein. Okay, gut. Dann schließe ich das Ganze und gucke ich mir nochmal kurz die Frage an. Münze einwerfen.
Ich soll eine Münze einwerfen? Wie kann ich das machen? Gabe der Götter nutzen. Jetzt gucke ich mir meine Quest gerade mal noch an. Ach so. Gabe der Götter. Dann Gefäß der Seele. Kleines Energie. Hier. Das muss ich benutzen. Wie benutze ich das jetzt? Hier, genau. Zack, das habe ich benutzt. Cool. Also muss man immer auf diese Hand drücken, wie ihr das eben gesehen habt. Und dann werde ich jetzt hier noch zum Eisernen Schmied gehen und ihm sein Öl bringen natürlich. Und ich werde ihn einschmieren. Gut. So, ich denke, er bedankt sich für meine Hilfe. Und ich denke, das reicht jetzt auch mal als kleiner Einblick in dieses coole Browser-Game Underworld. Und wenn euch das gefallen hat, dann müsst ihr einfach hier unten auf den Button drücken und dann gelangt ihr direkt zum Spiel. Und dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Spielen. Eure Miri. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.